Dieser Ort stinkt nach Tod. Wo sind die Dorfbewohner? Etwas hat sie mitgenommen. Bleibt wachsam! Alles klar. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Drachenturm sollte die Heimstätte des mächtigen und gütigen Drachen sein. Aber ich spüre noch etwas anderes, etwas Dunkles. Mein Blick fällt ständig auf die Spitze des Drachenturms. Ich glaube, dort liegen die Antworten auf unsere Fragen. Ich muss überleben, um Kenji Bericht erstatten zu können. Und damit herzlich willkommen zu Mission 9 des Schlangenclans. Und ui, was zur Hölle? Zombies? Okay, interessant. Wir kämpfen gegen Zombies. Letztens hatten wir hier irgendwie... Aber ja, das ist so quasi, wie letztens schon am Ende der Folge erwähnt, so das Äquivalent. Ziel erfasst. Das sind aber ziemlich gut bewaffnete Zombies. So, das ist hier so das Äquivalent zu der Drachenmission. Ja, die Zombies, die kommen die ganze Zeit aus den Häusern raus. Das sind so quasi die Bauern. Das ist ziemlich uncool. Wir müssen das schnell kaputt machen. Das größte Problem ist, dass die Kanoniere kein Anti-Gebäude-Upgrade drin haben. Wir haben nichts gegen Gebäude gerade aktuell dabei. Himmel. Daran erinnere ich mich gar nicht. Noch mehr Zombies. Wir gucken mal da hoch. Irgendwo da muss noch was sein. Ja. Verstanden. Speichern wir mal. Natürlich. Winsel um Gnade. Hallöchen. Komm, wie wär's mal mit ein bisschen Pulver im Gesicht? Machen die. Ja, die Muskeliere machen da mehr Schaden. Ziel erfasst. Schnell und sicher. Haben die spezielle. Nee, silbern und silbern. Das bedeutet, okay, keine besonderen Vor- oder Nachteile. Das heißt, die Muskeliere machen einfach mehr Basisschaden. Schnell und sicher. Der Sieg ist unser. Ich glaube echt, wir bleiben in Zukunft einfach mal Musketieren. So viel zum tollen Drachenturm. Ah, da ist eine von diesen Hütten. Hurra! Ich weiß jetzt spontan gar nicht. Ob der Kampfschrei von Shinja auch hilft gegen. Ah ne, Moment, reduzierten Schaden den Gegner anrichten können. Okay. Ich habe jetzt an Dotum aus erhöhten Schaden gedacht, das könnte auch gegen Gebäude wirken, könnte ich mir vorstellen. Holt euch mal ein bisschen, Freunde. Wir gehen gleich weiter. Die Geishas brauchen eigentlich schon ein bisschen mehr Ausdauer, dass das mal wirklich was bringt hier. Natürlich. So, okay. Sofort. Und dann bewegen wir uns vielleicht doch mal langsam voran und sicher. Wenn man, ach, Knarzstuhl, sei ruhig. Mal ein bisschen langsam und sicher voran bewegen, wenn es schon darum geht, jetzt hier mit guter Ausdauer in den Kampf zu gehen, wenn wir nur die beschränkten Truppen haben. Ja. Vielleicht besser langsam und schön vorzugehen, statt jetzt ständig Pausen zu machen und zu gucken. Holla, die Waldfee, wie viele Zombies. Aber die Zombies sind an sich nicht, die sind nicht wirklich sehr viel kampfstärker als Bauern, kann das sein? Wie die grinsen. Das sind echt glückliche Zombies. Aber warum sind jetzt plötzlich Zombies? Letztens hatten wir noch gegen diese Drachenjünger gekämpft. Ja.
Der Sieg ist unser. Für die Schlange. Jetzt mal doch ein bisschen schnell voran. Tod unseren Feinden. Okay, die müssen. Ja, die sind doch ganz gut Schaden genommen, der Musketier. Oh, was bist du denn? Geisterkriege. An die Geisterkriege erinnere ich mich aber irgendwie. Konnte man die nicht auf irgendeine Art und Weise besonders beschwören? War das nicht sogar mit der Schlangenclan vielleicht irgendwie? Ich kann mich an die Geisterkriege erinnern. Auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht mehr, was die genau hatten. Und was. Dass der Zusammenhang mit den Geisterkriegern war. Aber an die erinnere ich mich besonders, tatsächlich. Es kann sein, dass der Schlangenclan die auf irgendeine Weise dann einsetzen konnte. Das sind jetzt so ganz ferne Erinnerungen gerade. Aber die kommen mir unglaublich bekannt vor gerade. Mehr als die Zombies zumindest. Meine Güte. Aber die kommen noch von da, das bedeutet, es gibt dann bloß noch Hütten auf der Seite. So, okay, ebenfalls kaputt. Dann mal weiter. Und die Zombie-Bedrohung mal kaputt machen. Und die Geisterbedrohung auch bitte. Ich hoffe, ihr seid nicht clever genug, um hier mit Felsen auf mich zu werfen. Danke. Sehr freundlich. Schnell und sicher. Drüben war nichts, oder? Der Sieg ist unser. Könnten wir irgendjemanden schicken? Komm, Schwertkämpfer. Gucken wir mal da oben links, ob da irgendwas ist, was ich vielleicht übersehen habe. Vielleicht ein Trigger für irgendwas, eine Zwischensequenz oder sonst irgendwo. So viel ist da gar nicht mehr, ne? Potenziell. Schießt und tötet. Pflückt sie euch. Was sind die? Okay. Ja, Meister. Bewaffnet und gefährlich. Wie ihr wünscht, natürlich. Nö, da ist tatsächlich alles gesäubert. So, kriege ich jetzt meine Drachen-Zwischensequenz, die ich vorher hatte? Nur, dass jetzt kein Drachen da ist. Ein Zombie-Drache plötzlich oder so. Ah, hier, die werden gerade beschwört. Einfach so aus. Hier, die spawnen hier gerade. Sofort. Erledigt. Sofort. Aber nö, hier gibt es keine Drachen-Zwischensequenz. Nichts im Sinne von Kenji, wirf den Ring ins Feuer oder sowas in der Richtung. Nee, hier ist jetzt einfach nur. Ja. Die spawnen jetzt auch hinter uns. Das ist ziemlich unpraktisch. Wir jetzt sind. Oh Gott, wenn hier Felsen sind. Natürlich. Komm, hier gibt's doch. Hier gibt's doch keine Prüfung oder sowas, ne? Dementsprechend, hier kommen doch bloß ein paar hirntote Geister mir entgegen. Da kann doch nichts schief gehen. Kein Grund, mit Felsen zu werfen, ja? Alles gut, sind wir cool, ja? Ja, natürlich. Danke. Sofort. Danke, Shinja. Das wollte ich hören. Komm, ich spreche sicher halt einfach mal für den Fall, dass mit gleich mit Steinen, dass jetzt hier der Karglas-Vertreter vorbeikommt und ein paar Demonstrationen startet. Ja gut, ja, okay. Ich glaube, es kommen deswegen keine Steine, weil jetzt ein dauerhafter Strom an Geisterkriegern mir entgegengeschickt wird. Das ist ja Wahnsinn. Hier langsam hoch. Das ist ja irgendwie schon fast ein bisschen an den Gottweil aus Belfast jetzt. Wo wollen die eigentlich hin? Können wir die auch einfach an uns vorbeiziehen lassen? Ich glaube, die ignorieren uns ja so zur Hälfte. Oh, okay, gegen die scheint der Kanonier stärker zu sein. Obwohl die Anzeige jetzt keine besonderen Vorteile anzeigt. Das sollen beide angeblich einfach nur schlecht sein, oder? Ah ne, er hat Silber. Und der okay, passt. In den Staub fliegen, Dreck. Oh Mann, Leute.
aufgeladen. Schießt sie an. Die Geisterkrieger sind echt nicht cool. Okay, aber ganz ehrlich, klar, jetzt gibt es mal eine Einheit, gegen die die Musketiere nicht so gut sind, aber stell euch mal vor, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt einfach sage, okay, dann switch einfach auf Sprenggeschosse. Dann gucken die Geister in ihrem durchsichtigen Hemd. Mist, jetzt haben wir zwar alle beiden Schwertkämpfer, nee, nicht alle beiden, einen Schwertkämpfer haben wir verloren. Trotzdem schlimm genug. Noch nicht vorbei. Oh, hört der Spawn jetzt von dort auf, weil ich da vorbeigekommen bin oder so? Ich wäre sehr dankbar. Oh, dieser dauerhafte Spawn, das ist ja krank. Muss ich einfach nur oben ankommen oder wo muss ich überhaupt hin und warum? Komm, vielleicht muss ich ja irgendwie hinlaufen, um den Spawnpunkt zu deaktivieren dadurch. So. Sag mal, dass da jetzt nichts mehr kommt. Ich glaube, jetzt kommt dann. Oh, komm. Ich wollte gerade sagen, hey, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, so viel dazu. Wir müssen weiter. Wir könnten hier noch ewig feststecken. Und dann noch 3 Tage obendrauf. Ziel erfasst. Schnell und sicher. Komm, komm. Aufgeladen. Scusi. Vielleicht kommen sie einfach nicht mehr, wenn ich weit genug vorgerückt bin. Wenn dieses, ganz ehrlich, Shinjas Stimme, vor allem wenn ich sie jetzt höre, jetzt weiß ich, was mir bekannt vorkommt. Ich muss immer an die Ork Boys denken, jetzt ein bisschen aus Warhammer 40k Dawn of War. Das ist doch die Stimme. Werden sie richtig schön verprügeln. Komm. Oh, das war knapp. Shinja wird gleich zu Shin-Nein. Oh Gott. Okay, bitte. Passt. Weiter vorwärts. Verstanden. Erledigt. Ja. Kämpft für uns und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen. Heute ist Tag der Herr der Ringe-Zitate irgendwie. Hoch. Komm, da müsste doch irgendwas sein. Bitte irgendwas. Verstanden. Ach, danke. Ihr habt die Dorfbewohner mitgenommen. Sehr scharfsinnig. Ich war mir sicher, dass Kenji kommen und nach dem Drachen suchen würde, der für seinen Clan so wertvoll ist. Wo ist er? Wer will das wissen? Ich, der Totenbeschwörer. Ich kann ihm helfen. Wie? Indem ihr seine Soldaten tötet? Haltet mir keine Predigten, Schlangenmensch. Hat euch der Schrei der Gesha gefallen, als ihr sie durchbohrt habt? Wir brauchen eure Todesmagie nicht. Wir verschwenden Zeit. Der Wolfsklan ist bereits im Besitz des Auges. Woher wisst ihr das? Ich kann mit den Toten sprechen. Dann ist er also nach Schlangenholm zurückgekehrt. Was wollt ihr von Kenji? Wo Kenji hintritt, pflastern Leichen seinen Weg. Und das ist gut so. Wenn ihr recht habt, was das Auge betrifft, wird Kenji jeden Soldaten brauchen, den er bekommen kann. Sogar die Toten. Dann geht voran. Ja, dann war es der Schlangenclan, der die Geisterkriege machen konnte. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, komm, ich mach's jetzt mal doch ein bisschen. Ach, die Karte kennen wir doch. Dann machen wir es doch ein bisschen sortierter und sagen, dass wir hier dann das nächste Mal weitermachen und die Zwischensequenz dann nochmal gescheit angucken, weil ich habe jetzt
ihr habt jetzt gesehen, bei dieser Folge habe ich geschaut, dass ich die Zwischensequenz am Anfang nochmal reingeschnitten habe. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal wirklich strukturiert, dass ich sagen kann, die Zwischensequenz kommt jetzt am Anfang der Mission. Passt ein bisschen besser. Alles klar. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal bei Mission 10 des Schlangenclans. Bis dahin. Bye-bye.